Verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zur Venus. Hallo zusammen, mein Name ist Jessie und gemeinsam mit euch reise ich heute zu einer richtigen Lichtgestalt, zu einer glänzenden Schönheit, zu einer auffälligen Dame in unserem Sonnensystem. Wir reisen gemeinsam zu unserer Nachbarin, der Venus. Oh, Moment. Ich höre gerade, dass der Star jetzt jederzeit die Bühne betreten wird, deswegen gehe ich jetzt erstmal. Meine Damen und Herren, bitte rasten Sie aus. Hier ist sie, die Venus. Die Venus stellt zumindest nachts alle anderen in den Schatten, mit einer Ausnahme. Von der Erde aus gesehen ist unser Mond am Nachthimmel das einzige Objekt, das heller ist als die Venus. Deshalb hat sie auch den Beinamen Morgenstern und Abendstern bekommen, je nachdem, ob sie morgens oder abends sichtbar ist. Die Venus hat einen minimalen Abstand zur Erde von 38 Millionen Kilometern. Das ist eine 38 mit ganz schön vielen Nullen. Trotzdem, so nah kommt uns sonst kein Planet. Hallöchen. Wenn wir die Venus durch ein Fernrohr oder durch einen Feldstecher beobachten, dann können wir sehen, dass sie Phasen durchläuft. Ähnlich wie unser Mond. Den sehen wir ja manchmal als Vollmond, manchmal als Halbmond und manchmal nur als schmale Sichel. Und so ist das bei der Venus auch. Apropos Mond. Wenn ihr im letzten Video gut aufgepasst habt, dann habt ihr sicherlich schon eine Ahnung, wie viele Monde unsere Venus hat. Oder? Genau. Venus ist mondlos. Ganz eventuell war Merkur mal ihr Mond. Der hat sich dann aber davon gemacht, um eigenständig zu werden. Ich bin da mal weg, ne? Tschö! Wusstet ihr, dass ein Venustag länger dauert als ein Venusjahr? Das klingt erstmal total verrückt, lässt sich aber recht einfach erklären. Grund dafür ist, dass die Venus irrsinnig langsam rotiert. Das heißt, sie braucht viel länger dafür, sich einmal um sich selbst zu drehen, als einmal die Sonne zu umrunden. Ein Venustag entspricht übrigens 243 Erdentage. Falls ihr also mal wieder der Meinung seid, 24 Stunden reichen nicht aus. Ab auf die Venus! Ein kleiner Hinweis für alle Venusreisenden. Gemütlich wird euer Aufenthalt dort bestimmt nicht, denn Venus liebt es extrem. Extrem heiß, extrem drückend, extrem giftig. Wenn wir auf dem Planeten landen möchten, müssen wir uns zunächst durch eine 20 Kilometer dicke und dichte Wolkenschicht aus Schwefelsäure kämpfen. Außerdem herrschen auf ihr so um die 450 Grad Celsius und ein Druck wie in ungefähr 1000 Meter Meerestiefe. Ach ja, und die Atmosphäre von Venus besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Venus ist aber nicht nur wunderschön, extrem langsam und sehr ungemütlich, sie ist auch eigensinnig. Sie dreht sich nämlich falsch rum. Im Gegensatz zu fast allen anderen Planeten unseres Sonnensystems dreht sie sich nicht in der gleichen Richtung um sich selbst, in der sie auch um die Sonne wandert.
Das heißt also, wenn um sie herum nicht diese dicke, dichte Wolkenschicht wäre, könnten wir auf ihr den Sonnenaufgang im Westen und den Sonnenuntergang im Osten beobachten. Die Oberfläche der Venus ist geprägt vom Vulkanismus. Einschlagskrater hingegen findet man auf ihr nur selten und wenn, dann sind sie recht groß. Denn es schaffen nur riesige Meteoriten durch ihre dichte Atmosphäre. Da auf ihr aber auch so ein hoher Druck herrscht, türmen sich die Vulkane nicht so hoch wie zum Beispiel bei uns auf der Erde. Sie sind eher flach, so wie Pfannkuchen. Hat da gerade jemand Pfannkuchen gesagt? Ihr habt sicherlich bemerkt, dass die Venus ein ganz besonderer Planet ist. Weil sie so hell am Nachthimmel strahlt, haben sie schon antike Völker als wunderschöne Göttin verehrt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu ihr und dürfen diesen Planeten gleich erkunden. Ich denke auch, dass gleich die Anschnallzeichen angehen werden und wir in den Sinkflug gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Erkundung der Venus. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Bitte legt vor dem Aussteigen eure Schutzkleidung an. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Erkundung des Planeten und hoffen, euch bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.